Ja, grüßt euch zum neuen Video. Heute ist der 7.12. und ich bin hier am. Hier haben wir dieses Relais. Das ist zu klein. Das wird immer warm. Und die Kabel auch. Die müssen wir ja gleich mal dieses Isolierband weg da. Dann habe ich hier ein Grässers. Das ist eigentlich vom anderen Johnny. Aber das hat hier so schöne große Kabelschuhe. Die bauen wir jetzt da an die Kabel dran, an die zwei dicken. Und dann dürfte das eigentlich nicht mehr warm werden. Das ist auch eigentlich hier drinnen eingebaut, so wie die anderen auch. Aber ja, das mit den neuen Kabelschuhen, mit den dicken hier. Das geht gar nicht runter. Mit den dicken passt es da sowieso nicht mehr rein. Müssen wir nochmal schauen, wo wir das hin tun. Oh. Und hier hinten ist der Sicherungskasten. Wo die ganzen Sicherungen drin haben. Dann tue ich das hier mal das Isolierbandel weg. Und dann werden wir die neuen Kabelschuhe drauf, davor abisolieren. Und dann müssen wir das hier haben. Hoffe ich mal. Ich habe jetzt hier alles zusammengebaut, wie ihr gerade gesehen habt, hoffentlich. Und das ist das Relais. Das ist eigentlich im anderen schon hier drin. Das Relais ist für den Lüfter, für den hier, wie schnell, also wie viel Luft das kommen soll. Der schaltet das. Das alte ist ja mal warm worden. Das sieht man vielleicht ein bisschen hier drinnen. Das sieht man wahrscheinlich nicht. Das ist ein bisschen geschmolzen. Ja, wenn es jetzt funktioniert, dann mache ich da einen Schrumpfschlauch drumherum. Mache ich das auch noch weg. Und dann müssen wir noch schauen, wo wir das am besten dann hin tun, dass das nicht stört. Das
schauen wir mal, ob es geht. Zündung an. Gute Laune Musik, die. Mist. Also die Lüftung geht. Stufe 2. Jetzt ist es noch kalt. Ja, schickt mir jetzt dann schon mit der Zeit, ob das nach längerem Gebrauch auch warm wird. Ich hoffe mal nicht. Ein bisschen warm werden darf es, ja. Aber die alten sind immer so warm geworden. Das zum Beispiel eins. Das macht die schon so am Bauch und das geht dann nicht mehr. Das da auch schon komplett zusammenbrennt. Das soll hoffentlich länger halten. Ja, und dann mal noch gleich den Wellendichtling von der Zapfwelle wechseln. Der sappert auch noch mit Öl. Das machen wir auch gleich noch. Ich mache jetzt hier noch einen Stromschlauch drumherum und dann gehen wir runter zur Zapfwelle. Ich tue jetzt hier den Wellendichtring tauschen an der Zapfwelle. Das ist der grüne hier außen rum. So schaut der neue aus. Da machen wir jetzt den Stummel raus, dann können wir da besser ran an den. Da ist hier so eine Klammer, würde ich mal sagen. Da muss man zusammendrücken, dann kann man den ein bisschen wackeln, dann geht der raus. Da darf man auf der anderen Seite das andere. Oh, man sieht's nicht. Das andere Zapfwellenprofil mit den Feinzähnen. Man kann jetzt anders am Neustecker wieder. Und dann haben wir. Ja, das Profil. Brauchen wir jetzt aber nicht. Wir wollen ja bloß abzichten. So, mal schauen, wie das hier alles rausgeht.
So, das ist jetzt drinnen wieder. Ah, es ist dunkel. Da können wir jetzt mal noch näher schauen. Da ist nichts drin in dem Rohr. Ich hoffe, er ist wieder dicht. Und jetzt machen wir einen Stummel noch nicht, dann sind wir schon fertig. Ein bisschen Dreck weg. Da ist am Stummel ist hier so ein Nut. Hier ist so ein Nut, da muss man an der Stelle muss man den zusammendrücken und dann geht er rein. Jetzt hat nochmal fertig. Ist wieder alles zusammengebaut. Ich habe hier natürlich einen Behälter aufgestellt, dass das Öl aufgefangen wird. Oh. Dann schau ich mal, was ich als nächstes filme. Ich hoffe, ihr seht noch was, dass nicht voller Öl ist. Und dann bis gleich. Ja, heute ist Mittwoch. Heute haben wir hergekriegt, damit wir unseren Wort aufladen können. Dass wir hier aus dem ersten Silo ist, der drin. Da haben wir hier schon die Schnecke reingesteckt in das Loch. Die fördert es dann auf in die Schnecke rein. Und die fördert es dann auf dem Küppern auf. Da haben wir hier ein bisschen ausgerammt. Und der Küppern muss dann hier rüber, wo der Lader jetzt steht, weil das Rohr langt nicht so weit. Ja, das mache ich heute aber nicht mehr, weil es wird wieder dunkel und wenn so lang Schnee da liegt, kann man sowieso nicht fortfahren. Weil es nichts wird. Ja, der Schwader muss dann auch gleich noch nicht rein. Und ja, also den Lader mit Kipper daneben, wo der Kipper mit Bullock steht, und dem Kipper mit dem Bullock hier rüber. Und dann werden wir vielleicht morgen oder so mal aufladen, dass wir dann mal fortfahren können. Wenn der Schnee wieder weg ist. Ja. Also ich fahre jetzt den Lader mal raus. Wieder alles voller Schnee. Relativ gut. Meistens zumindest. Ja, der piept, weil ich mich nicht angeschnallt habe. Aber wir steigen ja schon wieder ab. So, jetzt den dann über.
springt im Normalfall auch weg ohne Vorglühen. Also da muss schon gescheit geholt sein, dass man mit dem vorglühen muss. Ich hoffe mal, der Basti blüht überhaupt. Nee. Dann kann man unten durchschauen, dann sieht man ein bisschen besser. Ja, der Käfer braucht ziemlich viel Öl, weil er zwei Zylinder hat. Das ist ein bisschen ein Scheiß. Darum kippt er so langsam. Erst ablassen, sonst geht's nicht. Fahren wir den noch ein bisschen auf Zeiten. Das ist unser Werkstattwagen, wenn wir hinten auf unserer Baustelle was machen. Da ist alles Mögliche drin. Wenn man irgendwas sucht, muss man am besten das suchen. Oh, müssen Regen da jetzt hoffentlich. Das ist eine Gerste. Die ist gereinigt und eigentlich zum Sahen gedacht gewesen. Aber das ist ein bisschen fui und die wird halt dann jetzt verviertet. Hier alles drinnen. Ein Schwader da vorne habe ich nicht gefilmt, weil es ein bisschen scheiße mit dem ganzen Schnee da draußen. Da kann man nicht gescheit fahren. Den hängen wir einfach hier am Schlupf an, am Lader vorne. Dann kann man da fahren. Ganz einfach eigentlich. Kipper steht da und der steht da. Da steht alles wieder drin. Mache ich noch das Tor zu, dann muss ich glaube ich noch viertern. Ja, ich glaube schon. Dann tue ich noch vier dann. Ja, dann steuere ich dann noch, okay, und dann ist schon fertig für heute. Ja, ich bin jetzt auf dem Weg zur Weiber, da fahren wir jetzt ein Weizen hin. Den habe ich jetzt gerade aufgeladen. Das dauert, ja, ich fahre jetzt so eine halbe Stunde ungefähr hin und wieder zurück. Jetzt die erste Fuhre, dann fahre ich nur ein paar. Ja, es geht eigentlich schon einigermaßen zum Fahren heute. Momentan schneit es auch nicht und die Straßen sind ziemlich frei. Da kann man schon fahren, hoffe ich. Bis jetzt geht's.
Schaufel hin und weg machen, weil wir mit anderen ja füttern und so. Am Auffüllen. Die zwei Schnecken füllen das auch, da brauche ich eigentlich nichts machen, außer immer wieder schauen, dass sie nichts, dass kein Fremdkörper oder sowas reinkommt, irgendein Stor oder so drin ist. Da lasst eine das aus dem Silo raus. Die lasst es hier aus dem Silo raus, von draußen. Und lasst es hier in die Schnecke rein. Und die lasst es an den Küppern auf. Da ist schon ein kleiner Haufen oben. Ich will euch kurz sagen. Muss ich gleich noch einen Meter vorfahren oder so, dass hinten auch noch was nachkommt. Und das noch überlaufen. Ja. Den Steh muss ich auch ein bisschen wegschieben, dann kann ich da ein bisschen besser fahren. Weil da kommt man schlecht immer näher und raus, wenn da so viel Eis da ist. Zum Schneeschieben haben wir hier unser Schild oder Schneeschild. Das ist ein alter Baggerkähn. Einfach einen Haarträger, einen Doppel-T-Träger hingeschraubt. Und dann kann man hier einen Schnee wegschirmen. Wenn man einen Tag da vorne schon recht festgefahren hat, so wie mir jetzt. Aber nein. Was weggeht, geht weg und was nicht, das bleibt halt da. Ja. Das war's dann für das Video wieder. Wenn es euch gefallen hat, schaut das nächste Mal wieder vorbei. Dann gebt einen Daumen nach oben und dann pfiat euch. Bis zum nächsten Mal.